Warum sind hier so viele Bloodstains? Touch Bloodstain. Ich sehe aber keinen Geist auftauchen. Das ist ein sehr komischer Raum. Okay. Also da, Ferrous Lockstone für später. Gehen wir wieder hoch. Und ich bin versucht, jetzt schon einen von den Human Effigies zu benutzen. Weil wir haben nur 70% oder so unserer Lebenspunkte. Und das kann garstig werden. Das ist immer so eine Sache, weil ich würde die ungern verbrauchen. Und wer bist denn du? Hallo da. Traveling all alone in these treacherous times. Well, I hope you have a very good reason. Oh, Hogwash. Who am I to judge? My name is Pate. Hallo, Pate. I journey hither and thither on a sort of treasure hunt, you might call it. Be careful out there. There's talk of unsavory bandits who prey upon travelers like yourself. Noch was? Oh yes, you be cautious if you go any farther. There's treasure in there for certain, but the entrance locks from behind. I saw the same design earlier, and it's the same contraption, I'm sure. I was with this warrior, you see, and he insisted that he go inside first. The rather brusque fellow tried to swipe the loot for himself, but it trapped him inside. I still have the gent's ring. I do hope he wasn't harmed. So, also er warnt uns vor einer Falle. Das ist schon mal nett von ihm. Und er warnt uns auch vor Banditen. Aber irgendwie hat man bei ihm doch das Gefühl, dass er auch zu den Banditen gehört. Vor allem, warum hat er noch den Ring von dem Typen? Ist alles sehr komisch. Also wir werden jetzt auf jeden Fall mal eine Human Effigy benutzen. Weil es scheint wohl ein etwas schwierigeres Gebiet zu sein. So, Menschlichkeit wiederhergestellt. Lebenspunkte können jetzt wieder auf Max aufgefüllt werden. So, und wir sehen auch wieder etwas schicker aus. Hast du jetzt vielleicht was anderes zu sagen? I'll leave this one to you. I'm worried about what might be inside. Er sagt nur, dass er nicht will. Der Typ mit Pike und Plattenrüstung lässt also die Frau mit dem komischen Monokel und einer zerfetzten Robe vorlaufen. Das ist sehr nett von dir, Pate. Oh oh. Den da habe ich nicht gesehen. Und ich habe immer noch einen Bogenschützen daneben, deswegen sollten wir immer schön rumtänzeln. Ist hier was? Okay. Und dass die Tür hinter uns zugefallen ist, besorgt uns nicht wirklich, weil wir haben einen Heimkehrknochen. Das heißt, die kann ruhig zufallen, dann ist sie halt zu. Und wir porten uns nach Hause, wenn es sein muss. Genauso sollte das gehen mit den langsamen Waffen. Das hatte letztens nur nicht so wirklich gut funktioniert. Aber sobald man einmal einen Treffer landet, ist er unterbrochen. Dann kann man nochmal einen Treffer landen, weil er zu langsam ist. Und dann passt das. Und ich check mal ein bisschen die Wände. Nee. Okay. Und irgendwo hier drin ist jetzt ein Brusque Fellow. Also es kann einfach nur sein, dass es ein Grobian ist oder auch ein recht starker Typ. Versuche sie eins zur Zeit zu erwischen. Sei vorsichtig, dass sie dich nicht überrennen. Ja. Ambush left. Also Hinterhalt links. Oh. Okay. Ja, das war schon mal die Idee, sie alleine zu bekommen. Ah, doofer Typ, geh weg. Brauch unbedingt neue Zauber. Irgend so ein Zauber-Schildbrecher wäre ganz toll. Komm, piekst mich. Okay, ich mache erstmal deinen Kumpel tot. Das könnte schon mal helfen. So, du piekst mich. Was mache ich als Magier gegen so einen Schildträger? Der nicht will. Jetzt? Naja, war zu langsam. Ich kann ihn einfach messern. Au. Jetzt, komm schnell. Ja. Au. Also das klappt schon mal nicht so gut.
wenn man ganz viel Glück hat, schafft man es noch, einen Zauber reinzubekommen. Und wenn wir später schneller zaubern können, dann klappt das auch vielleicht. Aber jetzt momentan ist das noch ein bisschen garstig. So, Wänden sind nix. Mal heilen. So, da ist Loot. Und da oben sind zwei. Links, links, links. Oh, okay. Secret gefunden. Sehr gut. Na, das war die falsche Richtung. Schon wieder ein Speerkämpfer. Komm her. Oh, also ich dachte, der läuft mit dem Rücken zu uns. Geh mal zurück. Geh mal zurück. Ich habe eine ganz tolle Idee. Equipment. Wir haben eine. Hier. Nee, nee, nicht du. Du. 5 Bomben. So. Jetzt komm her, du komischer Schildkämpfer. Ich brenne dein Schild einfach weg. Achso, das ist sogar der Bogenschütze. Das ist noch besser. Mach kaputt, mach kaputt. Du. Okay. Die Bomben sind schick. Keine Frage. Sind aber wahrscheinlich auch ganz schön teuer. So, da oben ist noch einer. Erstmal gucken, was hier drin ist. Eine Kiste. Ding. Eine Kiste mit einer Falle. Oh, Sorcerer Staff und Amber Herb. Oder Herb. Das ist auf jeden Fall das, was man braucht, um Zaubersprüche wiederherzustellen. Der Stab interessiert mich allerdings wesentlich mehr, zumal unserer schon ganz schön kaputt ist. Also man kann es nicht so wirklich gut sehen, aber unter dem Stab ist so eine rote Anzeige, die langsam schwarz wird. Also dich würde ich jetzt gerne ersetzen. Au. Bin ich ernsthaft? Das ist genau der gleiche. Das ist jetzt ein wenig mau. Warum zum Geier finde ich jetzt nochmal den Stab? Ich hätte eigentlich mit was gerechnet, das irgendwie besser ist. Also ja, schön, ich kann jetzt, wenn ich später in der Lage bin, die Dinger weiter zu verzaubern, dann kann ich einen, keine Ahnung, magisch machen und einen göttlich oder sowas in der Richtung. Aber ich denke, wenn wir so weit sind, haben wir schon bessere Stäbe. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf komme. Nur so eine Vermutung. So, weiter Wände checken. Du bist hier gestorben. Hier ist nix. Hier ist nix. Okay. Nix. Da hinten ist Loot. Hurra for jumping. Ah, da ist wieder Paid. Ich habe keinen Brusken-Typen gefunden und ich habe auch nicht ganz viel Loot gefunden. Und ich denke nicht, dass der Zauberstab und das eine Kraut da der Loot war von einem Abenteurer, der primär auf Ausrüstung aus ist. Also Nahkampfausrüstung. Ich denke einfach mal, es wird ein Nahkämpfer gewesen sein, wenn es ein Brusker-Typ war. Habe ich irgendwo was übersehen? Also da war ein Secret. Zu viele gerade Wände, da kann überall was sein. Nee, nee. Talana geht übrigens gerade durch den Kopf, dass wir einfach Paid umbringen. Weil er hat noch einen Ring. Das heißt, wenn wir ihn gleich wieder ansprechen und ihm sagen, dass wir es hier durchgeschafft haben, wovon ich gleich ausgehe, und er uns den Ring ja nicht gibt, den könnten wir ihn einfach umbringen. Das markiert uns jedoch als, bösen Charakter, wodurch andere Spieler uns einfacher angreifen können. Also, weiß ich noch nicht so. Ist aber auf jeden Fall auf der To-Do-Liste. Zumal er ganz schön haarig sein könnte. Gucken wir mal, ob er ein Schild hat. Wenn er ein Schild hat, dann machen wir es auf keinen Fall. Schilder sind doof momentan. Was steht hier? Hurra for stabbing in the back. Ach so. Könnten von hier aus ihn targeten? Nein. Ah, ist hier vielleicht was? Nee. Also von hier aus könnten wir jetzt wieder in das Gebiet gehen. Oh. Können wir da irgendwo hoch? Ich würde ganz gerne zu dem Loot. Nee, geht nicht. Aber da der Loot ist und eine Tür, müssten wir hier in das Gebiet auch wieder kommen können. Das heißt, wir kommen dann von da, nehmen den Loot mit, gehen hier rauf
Und springt ihr nicht hier hinter das Tor, das sonst zu wäre? Das da. Well, I see you managed to escape. Ja. I hope that brave warrior didn't come a cropper either. Be careful out there. There's talk of unsavory bandit. Hast du schon gesagt, ja. Oh, ich glaube, ich weiß, wer der boske Typ sein könnte. Das ist der Zwiebelverschnitt. Also der Typ, der bei der versteinerten Frau steht. Mit dem großen Schwert. Der sieht recht brusk aus. Hm, aber der ist nicht tot. Also der hat es rausgeschafft mit dem Loot dann wahrscheinlich. Deswegen konnten wir auch nichts finden. Ah, schade, schade. Also du bist noch auf der To-Do-Liste. Entweder nochmal ansprechen, nachdem wir mit dem Zweihandmenschen gesprochen haben. Oder dich töten für Loot. Und eventuell auch Human Effigies. Und was auch immer du noch so dabei haben solltest. Oh genau, Schild gucken. Du hast eine Pike. Du hast kein Schild. Okay. Später vielleicht. Oh, da ist ein definitiv brusker Typ. Aber du wirst nicht derjenige, welcher gewesen sein. Und da oben sind... welche, die ich abschießen kann. Oh oh. Ja, da hinten dich auch noch. Oh. Ladungen sind alle. Ich glaube, ich mache mal einen dezenten Rückzug. So schnell sind 60 Schuss vorbei, ne? Ich will nicht wissen, wie das später wird. Weil wir für die normalen Mobs zig Bolzen brauchen. Aber ich denke, wir müssen einfach nur dafür sorgen, dass wir immer stark genug sind, dass wir so Trash-Mobs, Standard-Mobs halt mit 2 Schüssen ungefähr umbringen können. Mal gucken, wie sich das so aufgeht. Also, Plan, wir laufen jetzt zurück zum Leuchtfeuer. Aktivieren das, haben wir wieder volle Leben, volle Zauber und gehen dann woanders lang. Also wir gehen schon mal nicht in den jetzt abgeschlossenen Bereich. So, erstmal hier hoch und wir sollten vielleicht die Seelen auch mal ausgeben. Könnte helfen. Also Travel nach Majula. Ja. Und dann was? Int wahrscheinlich, ja? Für mehr Schaden? Is that a shard you found? Oh, stimmt, wir haben auch eine Scherbe gefunden. Here, let me see it. So that I may help you. To see light, to see hope. However faint it might be. Mhm, sehr charmant. Upgrade Estus Flask. Jupp. Und jetzt müssten wir 3 Aufladungen haben. Wird langsam. Und wir hätten gerne Int. Und Int. Und Int. Magischer Bonus von 84 auf 100. Das klingt sehr gut. Yes. Und unsere Robe sieht ein bisschen aus wie ein Sturmmantel. Guck das mal am Nacken an. Es steht irgendwie so komisch hoch. Das ist komisch. Oh, und Schmied. Wir haben da was für dich. Klick. Leningrad-Schlüssel. Bitteschön. Ah, yes. Very good. Now I can get to work. But first, let me set up. Come again later. Erstmal gucken wir... Ah, genau. Erstmal räumen wir dich aus. Bevor du hier reinguckst. Kurzbogen ein. Naja. Demolieren noch ein bisschen. Nö, nix. Ein Kurzbogen. Ja, gut. Und wir sollen später wiederkommen. Wenn wir später wiederkommen, können wir versuchen, den Stab aufzustufen. Wobei das jetzt natürlich doof ist, aber wir wissen nicht, ob wir demnächst nicht einen besseren Stab bekommen und dann lieber den besseren Stab aufstufen sollten. Weil wir haben jetzt nur ein Shard, richtig?